Hallo, ich bin der Lars von der DHO und ich möchte euch heute eine Möglichkeit vorstellen, Prismen zu bestimmen mit Smart Prisma. Kleine Vorbemerkung dazu, die Bestimmung von Prismen ist eine sehr hohe Kunst und es gibt sehr, sehr viele Messmethoden, mit denen wir mehr und weniger Erfahrungen haben. Keine Messmethode ist wirklich richtig perfekt und von dem her sage ich auch, dass diese Messmethode, die ich jetzt vorstelle, auch nicht den Anspruch hat, die perfekte Messmethode zu sein, aber es ist eben eine Methode, mit der man Prismen bestimmen kann, die relativ schnell funktioniert und auch eine gewisse Sicherheit liefert, dass man nicht überkorrigiert, sondern dass man sauber nur die Prismen abgibt, die der Kunde auch vertragen kann. Bei der 3D-Refraktion mit Polarscope 2 haben wir zuerst mal das 2D-Bild, das wir auf ein 3D-Bild umschalten können. Das wirkt ja an der Kamera jetzt irgendwie doppelt nebeneinander. Mit dem richtigen Filter ist es jetzt für den Kunden dreidimensional. Und das gibt so die ersten Hinweise darauf, wie das um das Stereo-Sehen des Kunden bestellt ist. Hatte ich hier schon mal ein sauberes 3D-Bild, saubere Auflösung in der Tiefe, ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, derjenige hat schon mal ein schönes 3D-Sehen. Und jetzt kann man noch ein bisschen genauer fragen, wie schaut es mit der Figur, die ganz vorne dargestellt wird, in diesem Bildfall der Fisch, und wie schaut es mit der Figur aus, die ganz hinten dargestellt wird, in dem Fall die Qualle. Wenn es dort ein Problem gibt, dass es doppelt oder unangenehm erscheint, dann deutet das schon ganz darauf hin, bei dem Fisch, dass es sich um eine Exophorie handelt oder auch bei der Qualle um eine Esophorie. Das ist so der erste Punkt, wo wir klar sagen können, wir können mit dem Kunden mal darüber sprechen, ob es ein Problem mit dem 3D-Sehen gibt und hier eine gezielte Anamnese machen. Wenn wir das gemacht haben und uns dafür entschieden haben, die prismatische Korrektur anzustreben, gleichen wir zuerst mal alle motorischen Anteile aus und dafür empfehle ich ganz klar das Kreuz der MKH-Reihe. Das sieht rechts das Auge nur den senkrechten, waagerecht wird nur von links gesehen und wir haben einen dosierten Fusionsreiz mit diesem Kasten hier. Hier geht es jetzt darum, Auswanderung zu erkennen und diese auszugleichen. Das kann ich einmal durch Befragung zum Beispiel machen, wobei es da ganz gerne zur Verwechslung kommt, was ist horizontal und vertikal. Polarscope 2 bietet hier ein bisschen Unterstützung, denn ich kann zum Beispiel den Vertikalen einfach mal blinken lassen, damit wir auch wirklich von demselben Strich sprechen. Die nächste Herausforderung ist dann, wo ist rechts? Und da kommt man auch ganz gerne durcheinander, nicht nur als Kunde, sondern manchmal auch als Kollege. Und wenn man da unsicher ist, kann man sich hier tatsächlich die Richtungen noch einblenden lassen. Rechts, links, oben, unten. Damit dürfte es schon etwas besser sein in der Kommunikation. Und wenn man das noch leichter haben möchte, gibt es mit Polarscope 2 die Patientenfernbedienung. Ja, mit der Patientenfernbedienung kann tatsächlich der Kunde oder der Patient direkt so in die Richtung einstellen, wie es für ihn eher nach einem Kreuz aussieht. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach über Pfeiltasten die Linien so einzustellen und wir wissen als Refraktionisten, in welche Richtung die Basislage wohl eingestellt werden muss. Ja, das machen wir so lange, indem wir Prismen geben, am besten in 1 cm Meterschritten, bis keine Richtung mehr zu erkennen ist. Das heißt, auch wenn es nur minimale Richtungen gibt, nach oben, unten, rechts oder links, dann gleichen wir die aus, bis es eben keine Richtung mehr gibt, die der Kunde angeben kann, das Kreuz einigermaßen symmetrisch und hoffentlich auch ruhig ist. Wenn wir jetzt Schwärzungsunterschiede haben zwischen dem senkrechten und waagerechten, deutet das schon darauf hin, dass auch eine sensorische Korrektur notwendig sein könnte und auch wenn das Kreuz sehr unruhig ist, deutet es oftmals auch darauf hin. Ja, für die sensorische Prüfung empfehle ich im Prinzip den Stereo-Verzögerungstest. Das ist der Test mit dem Punkt in der Mitte und den Dreiecken oben und unten. Und die lassen sich auf zwei Weisen darstellen, nämlich einmal nach vorne dargestellt dreidimensional und einmal umgeschaltet nach hinten dreidimensional. Bei diesem Test geht es darum zu merken, ob es eine Verzögerung gibt nach vorne oder eine Verzögerung nach hinten. Denn das deutet wieder auf eine sensorische Phorie hin, eine sensorisch kompensierte Phorie, die wir auch ausgleichen können. So, und damit es zum Schätzen ein bisschen leichter wird, haben wir wieder unsere Patientenfernbedienung, in der der Kunde direkt in die Mitte drücken kann, wenn er es vorne sieht und er drückt einfach wieder, wenn er es hinten sieht. Und das macht er ein paar Mal. Und Polarscope 2 stoppt die Zeiten mit und dann kann man direkt an den gestoppten Zeiten sehen, ob es eine Verzögerung nach vorne oder nach hinten gibt. Es steht natürlich zu erwarten, dass das Prisma tendenziell verstärkt werden muss und das gleichen wir auch dann
in den 0,5er Schritten, die ich empfehlen würde, einfach ab. Das heißt, wenn wir noch Restverzögerung nach vorne haben, also Restexo, dann verstärken wir das Prisma in 0,5er Schritten, solange bis wir keine Verzögerung vor oder zurück mehr haben. So, was wir dann gefunden haben, ist auf jeden Fall mal der motorische Anteil am Kreuz und der sensorische Anteil hier an den Stereoverzögerungstest, an den Dreiecken. Um jetzt rauszubekommen, ob derjenige diesen sensorischen Anteil spontan verträgt, empfehle ich, diesen Teil so erstmal wieder rauszunehmen. Sogar, dass nur noch der motorische Teil im Phoropter oder in der Messbrille drin ist und auf das 3D-Bild zu gehen. So, hier im 3D-Bild ist erstmal alles für den Kunden wieder wunderschön. Und jetzt ist die nächste Frage, braucht er diesen sensorischen Anteil? Und während er das 3D-Bild anschaut, gebe ich dieses einfach mal mit dazu und schaue, wie die Kundenreaktion ist. Wenn er es schafft, den Netzhautort zu verlagern, wird dieses Bild sofort für den Kunden viel tiefer, viel bunter, viel schärfer. Eine sehr spontane Reaktion, die alles sehr viel besser macht. Der Kunde hat definitiv geschafft, den Netzhautort umzuschalten und der braucht auch die sensorische Korrektur. Wenn er es nicht schafft und der Kunde fragt, ja, zeigen Sie doch mal das andere, war da ein Unterschied oder kein nennenswerter Unterschied da ist, dann empfehle ich diesen sensorischen Anteil jetzt in diesem Schritt erstmal nicht zu korrigieren und nur den motorischen Anteil zu belassen. Wir sind uns damit sehr, sehr sicher, dass wir eine Korrektur haben, die erstmal vom Kunden auf jeden Fall entspannend ist, weil er auf jeden Fall eher am Muskelgleichgewicht ist. Andererseits aber auch definitiv nicht überkorrigiert haben, weil wir eventuell einen sensorischen Anteil gegeben haben, den er eigentlich gar nicht auswerten kann und den er gar nicht im Prinzip brauchen kann. Also damit haben wir eine relativ hohe Sicherheit, dass dieses Prisma nachher auch wirklich vertragen wird, wenn er die Brille abholt, spontan verträgliche Prismakorrektur. Das ist ja das Ziel, was wir haben. Sollten wir eine ESO korrigiert haben, immer noch mal die Nähe anschauen. Ist in der Nähe auch noch alles stabil oder gibt es da Doppelbilder? Wenn es Doppelbilder in der Nähe gibt, müssen wir das Prisma leider reduzieren, ja, dass das in der Nähe eben auch noch vertragen wird. Aber das ist ein seltener Fall, kann aber halt vorkommen. Ja, das war eine Methode, die ich vorstellen will mit Polarscope 2, mit der wir Prisma korrigieren können, relativ kurz, relativ smart und ziemlich sicher sind, dass wir keine Überkorrektur haben, sondern verträgliche Prismen abgeben, die dem Kunden wirklich helfen. Vielen Dank und viel Spaß mit Polarscope 2.